Diese Episode von Gewinn im Schach spiele ich mal in Skandinavia, auch eine sehr lustige Eröffnung. Und war eine sehr schöne Partie, also der Gegner hat sehr gut gespielt. Und ja, vielleicht habe ich diese noch gar nicht gewonnen, lasst euch überraschen, viel Spaß. Und los geht's mit der Partie, der Gegner hat E4 gespielt und ich spiele diesmal mal D5, sprich skandinavisch. Dame schlägt D5, das habe ich doch noch nicht gespielt, Springer C3 und Dame D6, ne? Lustige Variante, die man spielen kann. Und ja, könnt ihr D4 spielen. Es gibt auch Aufbauten dann mit G3 und Läufer 4, sowas in der Art. D4 ist auf jeden Fall der klare Hauptzug. Und ja, es ist wieder eine Folge Gewinn im Schach, wieder gegen den Zuschauer. Springer F3 ist auch möglich. Hier vermutlich einfach Springer, also Läufer G4 erstmal. Und ja, hier bin ich schon. Also ich bin auf jeden Fall einigermaßen zufrieden mit dem Zug. Also dass er nicht D4 gespielt hat, weil hier mein Läufer auf G4 steht schon nicht schlecht. Läufer E2, bisschen passiv, aber so kann man natürlich auch gut spielen. D4 werde ich dann E6 spielen. Vielleicht kann ich mir sogar den Zug C6 sparen. Normalerweise würde man sich mit C6 und E6 aufbauen in so einer Struktur oder so eine Variante. Aber vielleicht kann ich sogar C5 hier spielen. Ich denke, das mache ich sogar. Hier C5. Einfach weil der Bauer da ein bisschen mehr im Zentrum steht, ein bisschen aktiver als auf C6. Deshalb denke ich, dass der auf C5 hier gehört. Vor allem, wenn es mir erlaubt und kein D4 spielt. Als nächstes dann Springer C6 hier. Und vielleicht sowas wie A6 macht auch Sinn, um mal Springer B5 aus der Stellung zu nehmen. Oder ich ziehe meine Dame einfach gleich nach D8 zurück, wobei das könnte man wahrscheinlich machen, muss man aber sagen, ist etwas dumm, dass ich da dann hingegangen bin, aber ich mache es irgendwie trotzdem. Dann einfach den Läufer als nächstes entwickeln. Vielleicht nach D6 oder nach E7. Und dann rochieren. Das ist der Plan. D4, jetzt wird es natürlich konkret. Das könnte ein ziemlich guter Zug sein vom Gegner auf jeden Fall. Könnte ich hier nehmen. Dann muss er eigentlich hier meinen Springer zwischenschlagen und mit dem Läufer hier schlagen. Dann zum Beispiel Läufer E7. Sieht nach einer spielbaren Stellung aus. Ich denke, das mache ich mal. Sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Erstmal hier schlagen. Läufer muss schlagen. Dann schlage ich hier mit dem Bauern rein. Dann muss er hier zwischenschlagen mit Schach. Ich schlage zurück und er schlägt. Hier, Läufer E7, Rochade und ich denke, es ist ein bisschen besser für mich die Stellung, weil ich habe die offene B-Linie und ich könnte darauf jetzt dann aufbauen. Also ich könnte, also dieser Bauer scheint eine Schwäche zu sein vielleicht, aber ist glaube ich nicht so schwach. Ich könnte dann irgendwann mal Dame B6 spielen. Ah, er schlägt mit der Dame, okay. Das kann er natürlich auch machen, aber ich hatte keine so große Angst davor. Also ich mache einfach erstmal dasselbe. Läufer entwickeln. Auch hier, dann bin ich erstmal fertig entwickelt. Und dann vermutlich versuchen auf der B-Linie irgendwie zu spielen. Genau, das ist der Plan. So wie Turm B8 oder so. B3 macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe hier die Option Läufer B4. Ich könnte auch einfach mit dem Turm nach D8. Das sieht eigentlich das Logischste aus hier. Turm erstmal nach D8 stellen auf die offene Linie. Könnte immer schlagen, wenn er will. Glaube ich auch nicht so schlecht. Ich versuche auf jeden Fall irgendwann hier den Freibauern zu bilden. Ich habe hier 4 gegen 3. Das ist ein typisches Anzeichen dafür, dass ich hier einen Freibauern bilden sollte. Und er sollte hier irgendwie versuchen einzubilden. Ja, aber es ist gar nicht so einfach für ihn. Und dieser Bau auf C6 ist hier, wie gesagt, gar nicht so schwach, denke ich. Schauen, für was er sich entscheidet. Also Läufer schlägt F6 ist auf jeden Fall spielbar. Turm D3. Okay,
Er will die Türme da verdoppeln. Besteht die Idee? Könnt ihr Läufer B4 spielen? Und auf den habe ich vielleicht so einen Trick mit schlägt, schlägt, Läufer schlägt C3. Weil es gar nicht so klar ist, wie gut dieser Trick dann überhaupt ist, aber vielleicht habe ich so eine Idee, hätte ich auf jeden Fall in der Stellung. Ich könnte auch C5 spielen, schlägt, schlägt, schlägt und zum Beispiel Bauer schlägt F6. Aber ich denke, also Läufer B4 sieht eigentlich nicht schlecht aus. Turm D1 schlägt, schlägt, schlägt. Turm C4, Läufer E5, Turm schlägt C6. Dann so ein Zug wie Springer D5. Okay, Läufer B4. Könnt ihr jetzt natürlich auf F6 oder so nehmen, auch wenn er will. Dann schlage ich aber erst hier dazwischen den Turm. Und wenn er zurückschlägt, schlage ich eben den Läufer wieder raus. Okay, er spielt den. So. Schlägt, schlägt, schlägt. Turm C4, Läufer E5, Turm schlägt C6. Springer D5. Sollte eigentlich gut sein. Also sehr unklar, was genau das ist, aber. Oh. Oh, er Turm D8. Ah, ich habe eingestellt. Der hat am Ende Turm schlägt D8. Turm D8. Okay, Glückwunsch. Erste Verlustpartie in dieser Serie. Komplett eingestellt. Glückwunsch. Und wir sehen uns gleich wieder in der Analyse. Ja, da war ich etwas unkonzentriert auf jeden Fall. Hier bin ich wieder in der Analyse. Sehr stark gespielt vom Gegner, aber gut, ich habe am Ende auch einzügig eingestellt. Ja, so das war, das kann man so spielen in der Eröffnung. Hier mit Läufer G4. Ich glaube, Springer F3 definitiv ein sehr milder Zug. Also D4 ist der stärkste hier. Springer F6 und dann sowas wie G3 Läufer 4 finde ich sehr nervig dagegen zu spielen. Springer F3 gleich Läufer G4 und hier diese Stellung ist eigentlich gar nicht so schlecht, wie sie sein sollte nach diesen Dame D5, Dame D6 Skandinavier. E6, D3 und C5. Ja, C5 kann man auch spielen, also das gefällt der Engine auch ganz gut, das war normal. H3, Läufer 5, Turm E1, Springer C6 ist auch normal. Und Läufer E3. Vielleicht ist Dame D8 ja nicht der beste Zug, weil D4 ein bisschen nervig ist. Vielleicht sollte ich hier eher Läufer E7 einfach spielen. Ich wollte nicht so ganz hier Springer E4 oder Springer B5. Die Ideen haben mich ein bisschen genervt. Dame D8 ist auch okay, aber D4 ist ja der stärkste Zug, hat er da gut gesehen. Und dieses Endspiel ist ja nicht besonders viel, muss man sagen, für mich. Also auch nicht für ihn. Das Endspiel ist einfach extrem ausgeglichen. Läufer E7. Turm D1 Rochade, also hier ist einfach nicht viel los. B3, Turm D8 und Turm D3. Und ja, diese Stellung ist halt 0-0, wenn ich zum Beispiel sowas wie Springer D5 spiele. Aber ich habe mich lieber entschieden einzustellen. Und damit nochmal Glückwunsch an den Gegner, meine erste Verlustpartie. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo und Like da lassen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin.